gib den Realteil und den Imaginärteil von dieser komplexen Zahl an. 3 minus i geteilt durch 2 plus 7i. Wir werden zuerst dafür sorgen, dass dieser Nenner real wird. Und zu diesem Zweck multiplizieren wir den Bruch oben und unten mit dem konjugierten Binom von dieser komplexen Zahl, also mit 2 minus 7i. Oben erhalten wir dann 6 minus 21i minus 2i plus 7i Quadrat. Und der Nenner wird dann zu 2 im Quadrat plus 7 im Quadrat. Da i im Quadrat minus 1 ist, haben wir als Zähler 6 minus 7, das heißt minus 1, minus 23i und der Nenner 4 plus 49, das macht 53. Diese komplexe Zahl schreiben wir noch in dieser Form. Und jetzt sehen wir den Realteil und den Imaginärteil der komplexen Zahl. Somit gilt also, der Realteil beträgt minus 1 auf 53 und der Imaginärteil beträgt minus 23 auf 53. Bei dieser Frage wurden nur diese zwei Endantworten verlangt. Das war wirklich eine putzige Frage als Frage einer Aufnahmeprüfung an der Universität.